Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, eine gut sortierte Hausapotheke zu führen. Mit diesen Tipps gelingt die eigene Hausapotheke. Ärztinnen und Ärzte empfehlen, in der eigenen Home-Apotheke Medikamente gegen Erkältungsbeschwerden, Durchfall, Fieber, Erbrechen und Schmerzen zu haben. Zudem wird geraten, Mittel gegen Sonnenbrand, Verbrennungen und Insektenstiche auf Vorrat zu haben. Darüber hinaus gibt es Utensilien, wie Fieberthermometer, Verbandszeug und Desinfektionsmittel, die für die Versorgung wichtig sind. Ratsam für die Hausapotheke sind zudem eine Schere, eine Zeckenkarte, eine Pinzette, eine Wärmflasche, Kühlkompressen und Einmalhandschuhe. Am besten ist es, die Medikamente in einem abschließbaren Schrank an einem kühlen und trockenen Ort zu verstauen. Medikamente haben wie Lebensmittel auch ein Verfallsdatum. Abgelaufene Säfte oder Tabletten sollten nicht eingenommen und stattdessen entsorgt werden. Auch Verbandsmaterial kann verfallen. Ist das Datum überschritten, sind Mullbinden und mehr eventuell nicht mehr steril.